Weiß am Zug setzt den 5-Zügen Schachmatt. Das ist nicht besonders schwierig. Hier besteht einzig und allein die Schwierigkeit darin, das komplett zu visualisieren, die gesamte Variante. Wir jagen nämlich jetzt den schwarzen König. Turm E8, König G7, Turm 1 E7, König G6 und jetzt wird er weitergejagt. Turm G8, König F5, einziger Zug und jetzt ganz wichtig hier, Läufer G4 Schach. Schwarz kann noch mit dem Turm nehmen und jetzt nehmen wir mit dem Bauern und es ist matt. Ganz wichtig, dass hier noch ein Bauer auf G3 steht, der das Feld F4 deckt. Die Türme erledigen den Rest. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, von vorne bis hinten und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Rätsel wieder. Macht's gut!